Jo, und willkommen zurück. Was war das? Oh, welche? Wollen wir mal noch nicht aufwecken? Leichen zu plündern ist zwar nicht glamourös, aber oft profitabel. Ja, logisch. Gucken wir aber erstmal hier oben. Da draußen kannst du pengen, wie es will. Ah. Mir entgeht Disk. Ah, so viel Credits sind das natürlich nicht, ne? Ich muss dich leider fertig machen. Verkaufsautomat. Cool. Das nehmen wir mit. Regeneriert Gesundheit ist immer gut. Gesundheit. Ja, Hautcreme. Medkit. Gestohlenes Sandwich. Das sieht doch euer. Ach so, hier. Verdammt, ich habe mich so drauf gefreut, nun sogar noch mit dem Ei aus dem letzten Jahrhundert und Kasumasu aufgepeppt. Okay. Lichtmittel, Wasserdruck. Ja, altes Sandwich. Ah. Lagerbier, immer gut, immer gut, immer gut. Ja, ein paar Äpfel. Ach, jetzt habe ich so eine Dose mitgenommen, Mist. Egal, regeneriert 8. Ja, so das Essen ist schon. Oh, hier, was haben wir denn hier? Kühlschrank. Sprudelwasser. Alien Pie. Red L. Das ist alles leer. Zwanzig Gesundheit. 100 Schadensresistenz. Dunkles Lager, das haben wir auch mit. Hier ist immer gut. Ich finde dich schon. Schade, dass man ja die voll nicht unten rausnehmen kann. Regeneriert 4 Gesundheit. Oh, Zigarettenpackung. Immer mitnehmen. Hier haben wir noch Crap Disc. 12 Gesundheit, 2 Gesundheit. Genau. Okay, dann haben wir das hier auch. Dann gehen wir hier rein. Können wir nicht öffnen, brauchen wir. Ja, muss mal Lehrling sein. Werkbank. Oh, digitale Dietrich, ja. Wie war das denn jetzt? Das muss man, glaub ich, so. Der geht aber auch hier. Wenn der hier ist. Und den hier. Dann haben wir hier zwei aneinander. Der geht eh nur so. Und dann müsste der hier. Hier gehen. So und so.
Okay. Plus 5 Gesundheit overall meiner. Kalibriert. 2400. Wie viel haben wir denn noch Platz? 2 haben wir noch Platz. Also wir nehmen am besten mal nichts mehr mit. Medkit ist noch okay. Med. Nichts mehr drin. Er hat noch Cutter. Das kann man mitnehmen. Teilchenzünder. Nochmal mit. Heilt Infektion. Ja, das lassen wir mal liegen. Was bist du denn eigentlich? Helmständer. Öffnen. Das ist natürlich. Wir sind halt voll, ne? Das ist ein bisschen. Damit. Ups. Was war denn jetzt Licht? Tee oder? Taschenlampe? Nee. Zum Entsperren. Chlor. Rotflintenpatrone. Wie geht die durch? Okay, also geht's hier nicht, oder wie? Da hinten hin müssen wir. Kühlmittel. Wie geht die durch?
Jetzt kann's losgehen. Mir sollte man nicht blöd kommen. Jetzt ist Zahltag! Zahltag. Gut, jetzt sind wir auf jeden Fall überladen. Dietrich, immer gut. Ich habe Besseres zu tun, als dich zu suchen. Okay, wie kommen wir denn da hinten wieder hin? Wir was drücken, ne? Hä? Ach, hier. Credits. Du musst von dem Zeug was da lassen. Dietriche. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Gut, machen wir da raus. Dann ging es noch weiter, aber da kommen wir nicht durch die Tür. Sind wir auch nicht reingekommen. Also machen wir den normalen Weg auch. So. Ja, wir sind halt überladen, ne? Wie viel? Doch schon ein bisschen. Ein bisschen erholen.
Mal sehen, ob die jetzt hier draußen auf uns lauern. Nee. Sieht nicht so aus. Gut. Dann zurück zum Schiff. Hier liegen noch welche. Credits. Aber es gehört dazu. Uran. Gewebe, Nährstoff. Ach komm, dann nehmen wir das Uran auch noch mit. Schöne Sache. Vor allem, die haben uns gar nicht gesehen, wie wir gelandet sind, ne? Hört man gerade mal so auf. Wie kann ich Ihnen dienen, Captain? Einsteigen, wir fliegen. Bin schon wieder. Gut. Dad, wir müssen reden. Über Haustiere. Wir leben auf einem Raumschiff. Da funktioniert das mit Haustieren nicht so gut. Studien haben bewiesen, dass Haustiere und die damit verbundene Verantwortung... Du gibst nicht auf, was? Wir werden sehen, Liebes. Ja. Ja, sieht schon cool aus, wie man so abhebt und so. Das ist schon nice. Gut, Gravitation. Bisschen was reinbuttern. Und wir müssen jetzt dahin. Nächster Wegpunkt. Scan mal. Wir sind hier fertig. Viel Spaß in Aquila City. Jo. Wir müssten doch eigentlich auch sowas wie einen Frachtraum haben. Waffen oder so einzulagern. Und damit habe ich mich auch noch nicht so wirklich beschäftigt. Das würde vielleicht auch noch ein bisschen was aus dem Anzug rausholen. Wieder mehr tragen können, weißt du? Oh, naja, gut. So geht's ja auch. Einfach den Anzug ein bisschen hochbuddern und dann hat man immer alles dabei. Manche Menschen erleben sowas nie in ihrem Leben. Aquila City. So. Ich hoffe, der Händler hat noch genug Credits. Wir haben nämlich ein bisschen was gelootet. Essen sollten wir vielleicht was. Essen. Regeneriert 4. Regeneriert 2. Regeneriert 16. Hier. 20. Ausrück Nummer 2.
einfach mal reinballern hier, ne? So. Und das auch. Waffen. Equinox. Dann diese Grendel-Dinger. Hier haben wir nochmal drei. Nochmal eine Equinox. Und nochmal so ein Coachman, weil wir haben ja, genau. Okay. Händler Cadets 419. Aus dem Schiffsinventar verkaufen. Schiffsteile. Fabriziert 4% der Schiffshülle für 10 Sekunden. Okay, Notizen. Ressourcen. Sonstiges. Ach, das ist alles, was da drin rumliegt. Aber wie kriegen wir das aufs Schiff geladen? Das muss doch auch irgendwie gehen. Warte mal. Muss man da vielleicht im Schiff sein und dann kann man das aufs Schiff übertragen oder so? Grüße, Captain. Weil das liegt ja hier so rum. Wo ist denn das? Oh, der Helm war hier irgendwo. Buchstäblich in deine Fußstapfen. Ja, ja. Wie cool ist das denn? Okay, nochmal gucken. Waffen. Wir gehen mal hier auf. Anzüge haben wir ja zwei. Anzüge in Siedlungen verbergen. Ablegen. Was ist dann vergleichen? Hier, Frachtraum. Cool. Das ist cool. Inventar. Okay, Waffen. Ach, E ist lagern. Ah. Ah, okay, ich verstehe. Dann könnten wir das da ein bisschen einlagern. Wir können ja hier die Helme einlagern. Lagern. Dann hätten wir den Konstellation. Hier kann man nämlich auch alles lagern. Da weiß ich nämlich noch nicht, was wir da so nehmen. Kleidung. Wo? Oh. Okay, das ist eh nicht so viel. Hilfe, Notizen, Ressourcen. Können wir eigentlich alles lagern. Alles 63, haut das hin? 14, 30, sind 46. 47, 48, 49, sind 52. Um die Luft. Achso, hier oben haben wir noch mehr. Ja, okay, dann müsste es passen. 63, müsste passen. Okay. War das auch. Alles klar. Captain. So, und dann. Ja, es sieht doch schon viel besser aus. 64. Benötigen Sie meine Hilfe? Nee, gerade nicht. Wir müssen die Mission noch abgeben. Okay. Also wir können es lagern, wenn wir im Schiff sind, und wir können es dann vorne auf jeden Fall auch verkaufen. Ah, jetzt sieht das mit dem Rennen auch schon besser aus. Guck, das
kann man normal laufen und nur so O2 lädt sich wieder auf. Ohne dass wir stehen bleiben müssen. Sehr schön. Hey, hallo. Du hast Potenzial. Aber ich muss noch mehr von dir sehen. Noch mehr? Ah, du bist zurück. Wie war's? Ja, die Mission war nicht voll. Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Gut. Du hast den Auftrag erledigt. Also reden wir mit dem Marshall. Komm mit. Mit dem Marshall reden. Okay. Ach, das hier oben. Unser Hauptquartier ist in den oberen Etagen des Turms. Wir haben aber auch Stationen im gesamten Raum des Freestar Collective. So können wir Bedrohungen schneller identifizieren und auf sie reagieren. Es gibt insgesamt weniger als ein Dutzend Ranger. Und wir haben begrenzte Ressourcen. Zum Glück respektieren die meisten Leute uns und sind kooperationsbereit. In diesem Job sind deine Augen, deine Ohren und dein Verstand ebenso wichtig wie deine Marke und deine Waffe. Ratgeber. Marshall? Emma, du bist vermutlich hier, weil du überzeugt bist, dass unser Neuling dem Job gewachsen ist. Wirkt recht fähig. Und wir könnten die Hilfe brauchen. Also gut. Tritt vor, Neuling. Auf ein Wort. Ich habe nur eine Frage. Schwörst du, die Menschen im Freestar Collective zu beschützen, auch wenn du dabei dein Leben riskierst? Ja, logisch. Absolut. Glaub schon. Gut. Hier, für dich. Du bist jetzt Deputy bei den Freestar Rangern. Ranger Wilcox ist für deine weitere Ausbildung im Feld zuständig. Hör auf sie und befolge ihre Befehle. Mhm. Willkommen an Bord, Deputy. Glückwunsch. Die Rangers sind eine gute Truppe und können froh sein, dich zu haben. Wir haben leider zu viel zu tun, um eine Willkommensparty zu schmeißen. Eine Farmerin auf Montara Luna hat uns kontaktiert. Offenbar will ihr jemand ihre Farm wegnehmen. Sie hat Angst, dass sie in Gefahr sein könnte. Zeit für brutale Gerechtigkeit. Okay. Ja, das klingt ja easy. Das ist am Anfang meistens so. Es bleibt aber nicht immer dabei. Am besten gehst du erst einmal von gar nichts aus, sondern bist völlig unvoreingenommen. Jawohl. Pack alles ein, was du brauchst. Dann brechen wir auf. Hab schon alles dabei. Von Ranger Wilcox kannst du viel lernen. Ja, ich glaub schon. Glaub ich auch, ja. So, Notizblöcke. Fit to go. Aber es ist nur der Becher, der ist leer. Okay. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal zu dem Farmhaus. Was die da von uns wollen. Oder auch nicht. Und ja. Da helfen wir auf jeden Fall jetzt nächste Folge. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.